Ich bin jetzt gerade dabei, Leukerbad zu verlassen und laufe jetzt Richtung Erschmatt. Das ist, wie schon gestern Abend erwähnt, nicht so weit, so 14 Kilometer, aber geht recht hoch und auch wieder runter. Also ich bin gespannt, habe auf jeden Fall die Bergschuhe angezogen und ja, weiter geht meine Reise. Hier ist ein Felsrutsch, Erdrutsch hinunter. Wenn gerade so ein Felsrutsch hinunter geht, dann ist das wirklich sehr gefährlich. Ich habe es nicht gewusst, dass es solche Stellen hier hat auf dem Weg. Aber ich habe gesehen, es geht Stellen nach oben. Der Weg ist nass. Zum Glück habe ich die hohen Schuhe mit Profil angezogen. Zum Glück. Weil es ist hier rutschig und es geht Stellen nach unten. Von dem her muss ich jetzt den Kopf bei der Sache haben. Und solche Wege sollte man nicht begehen, wenn sie nass sind. Jetzt sind sie nicht plitsche-platsche nass, also nicht, es hat ja nicht gerade vorhin geregnet. Aber trotzdem, der Boden ist nass. Die Steine sind nicht ganz nass, aber auch eher feucht. Von dem her muss ich schon gut aufpassen. Ich musste gerade schauen, ob ich hier überhaupt richtig bin. Weil jetzt geht es hier diese Treppe hinauf. Aber ich sollte eigentlich schon richtig sein. Okay, weiter geht's. Mal schauen, weil hier mit dem Rucksack und noch der Kamera in der Hand ist es etwas kritisch. Aber ja, sonst verstaue ich dann die Kamera im Rucksack. Okay, ich finde das etwas speziell. Eigentlich ist das ein gelber Wanderweg. Gelber Wanderweg ist so definiert, es ist ein breiter Weg, gut zu begehen und es besteht keine direkte Absturzgefahr. Und also ich weiß ja nicht. Es ist eigentlich gut, es ist interessant, solche Stellen, nur eben, es ist zum Teil nass und rutschig. Ich habe zum Glück die richtigen Schuhe an, aber das ist etwas, ich habe noch überlegt, soll ich nur mit den Laufschuhen loslaufen, und das wäre hier keine gute Idee gewesen, weil die haben fast kein Profil und sind rutschig. Klar hat es Seile und so weiter und eben Leitern, aber man kann sehr wohl abstürzen. Und dann gibt es andersherum rote Wanderwege, Bergwanderwege, und die sind sehr gut und breit begehbar und könnten eigentlich locker gelb sein. Also ich weiß nicht, wer das genau klassifiziert hat und ob der das klassifiziert hat, überhaupt schon mal selber laufen gegangen ist. Keine Ahnung. Ist noch doof, wenn man die Karte vorher studiert. Und ich habe zwar gesehen, dass die Höhenlinien des Berges sehr schnell überwunden werden, also dass es sehr steil bergauf geht, auch im Höhenprofil der Route habe ich es gesehen. Aber ich dachte, das ist einfach ein steiler Weg und nicht so ein Weg am Hang. So, ich habe es jetzt geschafft. Ich sehe, hier ist es rot-weiß am Wegweiser. Eventuell ist das in meiner Karten-App falsch. Klar hat es Drahtseile und so weiter, aber man muss aufpassen. Es ist eine Holzleiter, die man hinaufklettern muss, dann über Felsen. Hohe Schritte, die man nehmen muss, und man braucht die Hände. Man muss sich an Felsen festhalten und dann hat es so Metallgriffe im Fels. Das ist definitiv kein gelber Weg. Etwas sehr Schönes ist bei meiner Wandertour übrigens, dass ich an Orten vorbeikomme und an Stellen, an denen ich sonst nie in meinem Leben hinkommen würde.
scheint richtig toll unterwegs zu sein. Gestern alleine in Leukerbad war es etwas langweilig quasi. Man denkt, es ist schon fast surreal, dass ich letzten Montag vor einer Woche in Solothurn am Hauptbahnhof gestartet bin und jetzt die Alpen überquert. Eigentlich noch nicht ganz, weil ich bin ja noch nicht im Tal unten. Ganz herunter gehe ich erst morgen, weil hier ist es sehr schöner zum Laufen am Berg entlang als im Tal und auch weniger heiß. Ich bin jeden Meter mit meinen eigenen Füßen gelaufen und auch jeden Höhenmeter habe ich so überquert. Das ist auch eine coole Erfahrung, weil man merkt, was der menschliche Körper eigentlich leisten kann. Dass man fast jeden Tag einfach weiterlaufen kann, auch mit Gepäck am Rücken. Und man läuft einfach und kommt voran. Krass, wie weit man schon in jetzt dann fast 2 Wochen kommt. Dann hoffentlich auch bis nach Zermatt über 200 Kilometer. Jetzt sind es wahrscheinlich noch etwas mit 60 Kilometer bis Zermatt. Also es sind schon noch... Wird noch 3 längere Etappen sein. Heute ist die kürzeste. Von dem her wieder das alte Motto, nicht schon alles Pulver am ersten Tag verschießen. Ich zoome nochmal hin, man sieht ein ganzes Stück. Alles abgestorbene Bäume, nur noch die Stämme. In der Ferne sieht man's. Hier bläst ein richtig starker Wind. Ich weiß nicht, ob das schon das nächste Gewitter ist oder Unwetter. Im Moment sieht es noch nicht so aus, aber das kann sich in den Bergen schnell ändern. Ich habe noch etwa eine Stunde zu laufen. So, ich komme nun in Erschmatt an und ich bin ehrlich gesagt froh, weil es windet recht stark und es könnten Äste herunterfallen. Eventuell kommen jetzt schon die ersten Gewitter, weil jetzt kommen immer mehr Wolken. Und ja, da schaue ich doch, dass ich dann in meiner Unterkunft bin.